So, schönen guten Abend, Jungs und Mädels. Dann wollen wir mal weitermachen, würde ich sagen. Jawohl, keiner tot. Nur erstmal einen Monat außer Gefecht. Du kannst mal einen auf Sprengschutz machen. Ja. Hallo, Commander. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Die sind zu teuer. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Hallo, Commander. Diese furchterregende Kreatur, die wir Berserker nennen, ist genetisch eindeutig verwandt mit den anderen Muton-Spezies, denen wir auf dem Schlachtfeld begegnet sind. Aus bislang ungeklärten Gründen zeichnet sich diese spezielle Variante durch eine einzigartige Eigenschaft aus, die sich nur als blinde Wut beschreiben lässt. Einen Kampfdurst, wie wir ihn von keiner anderen Kreatur kennen. Die Koordinaten, die in der aus der Advent Versorgung. Avenger Das berechnet passiert neuen jetzt Kurs. erstmal nichts. Und dann hole ich meine Satelliten. Nichts passieren, nichts passieren, nichts passieren, nichts passieren. War klar. Auch noch 2 Tage noch. Commander, wir müssten etwas aufräumen, aber wir haben noch Platz zur Erweiterung. Wir sollten ein paar neue Einrichtungen bauen. Ja, dann stelle ich euch noch ein bisschen was vor. Also die Forschungsabteilung hatte ich euch ja schon gezeigt. In der Forschung bin ich schon relativ weit. Falls es euch interessiert, gucke ich Unsere mal nach Arbeiten schreiten wie abgeschlossenen. erwartet voran, Commander. Das habe ich bis jetzt alles abgeschlossen. Nur falls es irgendjemand interessiert. Gehen wir in die Technikabteilung rüber. Ja, leider ist mir die Aufnahme abgeraucht. Das kann unter anderem mal passieren, wenn man mit der PlayStation so aufnimmt über den Share-Button. Das ist manchmal nicht so besonders einfach. Deswegen gehen wir jetzt von der Forschung in die Technikabteilung über und dann zeige ich und erkläre ich euch da ein bisschen was. So, Hallo, Commander. in der Technikabteilung habt ihr dann halt ja auch abgeschlossene Projekte. Ich zeige euch das mal, falls es euch interessiert. So viel ist es nicht. So, und hier kann man dann halt in den Testbereich, was wir bauen mussten wegen diesem Gehirnstecker. Ich weiß es nicht, wie der genau heißt, komme jetzt auch nicht auf den Namen. Dann Gegenstände herstellen, das hatte ich auch schon mal gezeigt, das war da, wo ich die Medikits hergestellt hatte. Einrichtung bauen, kommt dann später dazu, wenn man Sachen freigeräumt hat, halt die Räume, hatte ich euch ja auch erklärt. Ja, Inventar ansehen, sieht man halt, was man hat. Ingenieure ansehen, sieht man halt, wie viele Ingenieure man hat. Dann gehen wir mal zur Waffenkammer. Ich glaube kaum, dass sich an Bord dieses Schiffes jemand findet, der Mitleid für die sterbenden Ältesten empfindet. Es kann die Moral höchstens stärken, wenn alle von dieser Nachricht erfahren. Es gibt aber immer einen Haken. Sie haben immer einen Plan. Und ich fürchte, dass wir als Teil ihrer Heilung enden, ob wir wollen oder nicht. So, hier kann man sich diese. Einen Augenblick hatte Tigen mir Hoffnung gemacht, als er sagte, die Ältesten würden sterben. Ich hätte wissen müssen, dass es nicht so einfach sein würde. Natürlich drehen sich ihre Lösungen immer darum, Experimente an uns durchzuführen, den Planeten zu zerstören oder eine Kombination aus beidem. Das könnte unsere Chance sein, sie ein für allemal zu vernichten. Wenn wir das Heilmittel stoppen, stoppen wir die Ältesten. Das ist schon ein bisschen krass und düster, was diese erzählen, aber naja, gut, in Anbetracht der Lage ist das auch durchaus verständlich. Entschuldigung. Dann kann man sich die Soldaten anzeigen lassen, die man hat. Und jetzt tara tara tara. Warum was denn? Nee, der ist noch nicht da anscheinend. Doch hier. Ich habe mich selber gefunden. Und zwar auf der Homebase. Das war das in der Aufnahme, was abgeraucht war. Und ich habe mich jetzt. Mich selber. Ist das nicht geil?
Ich bin schon voll ausgerüstet. Aber zwar noch keine persönliche Verbesserung, keine Waffenverbesserung. Aber meine Soldatenfähigkeiten sind natürlich nahezu überragend. Ich bin gleich als Captain eingestiegen. War eine schöne Sache. Also ich selber bin jetzt auch an Bord. Die Guerillaschule, Taktikschule hatte ich ja schon mal erwähnt. Da kann man dann halt so sein Team vergrößern. Und andere Sachen machen. Zum Beispiel, dass man mehr Loot kriegt. Oder dass man Leute stabilisieren kann. Und die dann nicht sterben. Ja, rekrutieren. Hier kriegt man neue Leute halt her. Und Ehrenwand. Hier sieht man die Gefallenen. So viele sind es zum Glück nicht. Sind nur zwei. Ja. Und dann kommen wir zum Kommando, da sind halt nur die ganzen Informationen hinterlegt. Ziele, dann die Berichte, ja. Und dann gibt es hier die Schattenkammer, das kommen Leute mit dazu. Die mussten wir bauen wegen diesem Elixier, was wir aus der ersten Einrichtung von den Aliens hatten. Und hier kann man dann auch forschen. Jetzt Projekte im Moment offen? Ne, wir haben nichts weiter zu erforschen. Ja, ist natürlich schade, hier waren noch ein paar Videos mit dabei, wo sie dann erklärt hatten, dass sie an diesem Codex-Gehirn geforscht hatten. Ich gucke mal, ob ich das noch mit einfügen kann. Und ja, das war sehr interessant, auch die Dialoge. Also dadurch haben wir auch ein neues Missionsziel gekriegt auf der Map. Ja, das sind halt hier diese Räume, die man freiräumen kann, das hatte ich euch ja schon mal erzählt. Und hier kann man dann halt seine Sachen reinbauen. Unter anderem natürlich auch den Testbereich, wo im Moment kein Projekt läuft, was gar nicht geht. Ah ja, was, der heißt Schädelstecker. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. So. Dann gehen wir mal auf die Karte. Ja, und hier läuft die Zeit, was natürlich nicht so günstig ist, weil das Avatar-Ding ist jetzt voll. Und ich wollte euch ja zeigen, wie man es verkackt. Und genauso wollte ich euch zeigen, wie man sich da rettet. Ich habe jetzt zwei Einrichtungen, die freigeschaltet sind und eine, die noch gesperrt ist. Und jedes Mal, wenn eine so eine Einrichtung freigeräumt wird, sinkt der Avatar-Wert. Und das ist jetzt hier neu gekommen durch den Codex, den ich erforscht habe. Mal gucken, ob ich euch die Videos nachreichen kann. Ja, und dadurch können wir dann auch weiterkommen in unserer Forschung und können sie auch erstmal hindern, am Avatar-Projekt weiterzuarbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt unbedingt eine Base angreifen, und zwar so schnell wie möglich, um das Ganze zu stoppen und aufzuhalten. Und Möglichkeiten haben wir. Wir haben hier den Codex, dann haben wir hier eine Base, die ich freigelegt hatte, und hier die Base hatten wir noch keinen Kontakt aufgebaut. Das heißt, wir müssen erstmal die Base, dann Kontakt aufbauen, dann zu der Base und dann das mit dem Codex machen, was neu dazu kam. Dann hier Kontakte aufbauen und dann können wir hier rein. Ja, so ungefähr sieht der Plan aus. Und zwischendrin unsere Monatsbelohnung abholen und eventuell noch was mit aufbauen. Ja, aber so viel Zeit, wie gesagt, haben wir nicht. Was ich euch zeigen wollte, also ich gucke mal, dass ich die Videos kriege, die Story-Videos, dass ich die noch mit einfügen kann. Kann ich euch aber nicht versprechen, weil das Programm ja abgeraucht ist. Und ja, ich gehe mit euch auf jeden Fall noch in so eine Einrichtung und übernehme die. Und was ich auch mache, ist, ich zeige euch halt das Ende, wie es ausgeht, wenn man versagt. Was vielleicht auch ganz interessant ist. Ja, dann würde ich sagen, dann hänge ich jetzt das Ende fürs Versagen dran. Und gucke mal, dass ich die Videos noch mit dranhängen kann. Ja. Ich muss einfach nur die 22 Tage abwarten. Dann mache ich jetzt einen kurzen Schnitt. Wir machen Fortschritte beim Zusammensetzen dieses Dings. Aber es war nicht schön. Unsere Soldaten haben die Einheit komplett ausgeschaltet. Was wir hören, ist nur ein Nebenprodukt elektrischer Impulse. Glauben Sie mir, das Ding spürt schon lange keinen Schmerz. Ich nehme Sie beim Wort, Doktor. Ich schicke Ihnen jetzt eine neue Sequenz. Das sind Koordinaten. Rückkehrkoordinaten. Wir haben einen Ausgangspunkt.
Nun, teilweise. Da ist noch was. Etwas. Darunter. Einen Moment. Die Einheit versucht, weiteren Zugang zu verhindern. Das ist noch nicht alles. Ich verliere die entschlüsselten Daten. Fast geschafft. Nur noch das hier. Vergessen Sie die Daten. Es greift auf den Energiekern zu. Überbrückt meine Sicherheit. Steigert das Energieniveau. Taigen, die Verbindung trennen. So. Das ist wohl ein Notsicherungsprotokoll. Der Codex muss die Schnittstelle bewusst überladen haben, um weiteren Datendiebstahl zu verhindern. Aber ich glaube, ich war ihm einen Schritt voraus. Das sind wirklich enorm viele Daten. Ja, und wir brauchen noch etwas Zeit zum Entschlüsseln. Na, dann an die Arbeit. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal hinbekommen. Ich fange mit der notwendigen Forschung und Vorbereitung an. Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung, Commander. Wir sollten uns auch diese Koordinaten ansehen. Falls ich die verlorenen Daten rekonstruieren kann. Ich hoffe, das war es wert. Ausgezeichnet. Meine Analyse der fragmentierten Codex-Daten ist fast fertig. Die Informationen, die ich gefunden habe, überwiegen bei weitem den Verlust der Schattenkammer. Sehen Sie. Ist das ein Ältester? Ich habe mindestens ein Jahrzehnt keinen gesehen. Ja. Und ich glaube, ich weiß jetzt, warum. Die Ältesten scheinen unter einer aggressiven Form des Gewebeschwunds zu leiden. Rapider Muskelabbau, den ich so nicht für möglich gehalten hätte. Sie sterben also. Unsere Arbeit ist wohl gerade etwas einfacher geworden. Wie bei allem in Bezug auf die Ältesten ist es leider nicht ganz so einfach. Die Ältesten suchen schon seit Jahrhunderten verzweifelt nach einem Heilmittel. Jedes Mal, wenn sie eine neue Spezies entdeckten, sicherten sie so viele genetische Daten und Material, wie sie brauchten, und reisten zur nächsten Welt. Bis jetzt. Ich glaube, sie haben in uns etwas gefunden. Etwas, das so wichtig ist, dass sie hier Wurzeln schlagen. Ein Heilmittel? Das weiß ich noch nicht so genau. Mehrere Schlüsseldateien wurden bereits gelöscht. Im Zuge einer sogenannten Avatar-Direktive. Avatar. Wir brauchen diese Dateien. Hätte ich Zugriff auf einen voll funktionsfähigen Codex, könnte ich die Daten vielleicht bergen. Oder dieses Mal das ganze Schiff hochjagen. Dafür brauche ich die Kreatur nicht hier, Bradford. Ich bin sicher, dass ich aus der Ferne auf sie zugreifen kann. Solange ihre Soldaten im Kampf nahe genug an sie herankommen, ohne sie zu zerstören. Das kriegen wir hin, Doktor. So, jetzt kommt gleich das Video, wenn man es verkackt hat und die Zeit abgelaufen ist und das Avatar-Projekt voll ist. Viel Spaß. Treue Bürger, ich stehe vor Ihnen voller Demut. So viele Verluste, so viele unnötige Opfer im Kampf gegen jene, die unsere große Koalition stürzen wollen. Doch heute endet der Kampf. XCOM gibt's nicht mehr. Advent-Friedenshüter haben die letzte ihrer Festungen zerstört. Und mit ihr wurden die letzten Überreste der alten Welt endlich weggespült. Wir danken für ihre treue Mithilfe. Dank auch an die Ältesten. Für ihre Führung in dieser Krise. Lang lebe Advent. Lang leben die Ältesten. So, jetzt wisst ihr, was passiert, wenn man es verkackt. Interessant zu wissen, wa? Man erhält auch schöne Statusgeschichten. Das ist auch ganz nett. Ja, und dann kommen die Credits.
Also so viel dazu. Und dann würde ich erstmal sagen, bis denn dann.